Moin Leute, willkommen zu einem Video auf Anime Banger. Und heute gibt es für euch ein Video zu den Six Flying Fighters oder auch so gesagt die sechs stärksten Headlinern. Darum sind sie so wichtig und interessant für die weiteren Kämpfe auf Wano Kuni. Erst einmal besprechen wir die zwei Mitglieder, die wir bis jetzt gesehen haben, des Six Flying Fighters, und danach gehen wir noch darauf ein, welche Früchte sie haben könnten, wie stark sie ungefähr sind und gegen wen werden sie in Zukunft kämpfen. Ich würde sagen, wir fangen bei dem ersten Mitglied an, und zwar Deathstrike von den Supernovas. Er hat von der antiken Drachenfrucht gegessen, Modell Allosaurus. Dann haben wir noch Page One, er hat von der antiken Drachenfrucht gegessen, Modell Spinosaurus. Also ich gehe mir stark davon aus, dass sie den Namen Six Flying Fighters haben, dass sie wahrscheinlich, ich denke mal, dass alle eine Drachenfrucht haben, beziehungsweise eine Art Modell-Dinosaurierfrucht. Das glaube ich zumindest, bin ich mir ziemlich sicher, weil wenn sie schon Flying Fighters heißen, würde ich es wirklich feiern, wenn jeder eine Dinosaurierfrucht hätte. Könnten aber auch eine ganz normale Sonnenfrüchte haben, das heißt, es müssten einfach irgendwelche flugähnlichen Sonnenfrüchte haben. Muss aber nicht sein, der Name könnte vielleicht für was ganz anderes stehen, das kann man nicht genau sagen. Aber auf jeden Fall sind die sechs stärksten Headliner auf jeden Fall schon heftig. Ich denke auch, dass X-Drake vielleicht nicht der heftigste ist, aber auf jeden Fall in der Top 3 mitspielt, könnte ich mir verdammt gut vorstellen. Ich habe mir mal sechs Saurier rausgesucht, die vielleicht passen könnten. Also die ersten zwei haben wir ja schon bekommen, und zwar den Allosaurus. Er zählt zu den größten fleischfressenden Dinosauriern seiner Zeit und wurde bis zu 12 Metern lang und mehrere Tonnen schwer. Das heißt, er ist einer der bekanntesten Saurier. Das heißt, Deathstrike, vielleicht kann darauf schließen, dass er vielleicht doch der stärkste ist, weil er halt der bekannteste Saurier ist. Kann man aber aktuell nicht sagen. Aber Deathstrike wird wahrscheinlich auf einem sehr hohen Level sein. Was auch ganz wichtig ist, dass Deathstrike in seiner Mischform war und Patreon wahrscheinlich in seiner normalen Form ist, quasi. Die normale Form von ihm. Wie komme ich dann darauf? Weil der Spinosaurus, oder auch Donnige Echse genannt, sieht einfach 1:1 so aus wie Page One auf dem Bild. Das heißt, er hat in die ganz normale Form gewechselt. Er wird wahrscheinlich auch eine Mischform haben. Wie die genau aussehen wird, kann ich euch nicht sagen. Er gehört auch zu den größten fleischfressenden Dinosauriern. Das heißt, ist auch ziemlich bekannt. Und er hat auch so eine Art, am Rücken so eine Art Halbkreissäge, sage ich jetzt einfach mal, die im Kampf vielleicht schon nützlich sein könnte. Ich weiß es nicht. Ich denke aber auch, dass die Mischformen meistens immer viel stärker sind. Haben wir zum Beispiel bei Lucio gesehen, also das ist sehr logisch. Weil als normaler Dinosaurier ist es ein bisschen schwer, da wirklich viel zu machen. Aber wird trotzdem, denke ich, stark sein. Dann kommen wir zum nächsten Dinosaurier, und zwar der Velociraptor. Schneller Angreifer, sage ich jetzt mal. Ich kann es leider nicht so gut aussprechen. Er ist eher ein kleiner Dinosaurier, ist aber dafür verdammt schnell. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass es noch einen Headliner gibt oder einen Six Flying Fighter, der so ein kleiner Dinosaurier ist, aber dafür verdammt schnell ist. Kann ich mir auch verdammt gut vorstellen. Wollte ich auch mal erwähnen, warum denn nicht. Dann haben wir noch den Triceratops oder Dreihorngesicht. Den kennt ihr bestimmt, also wenn ich euch das Bild hier einblende. Er ist auch ein ziemlich krasser Dinosaurier, so ein Horn-Dinosaurier. Er könnte mit seinen Hörnern so kämpfen. Ich kann mir vorstellen, dass ein Mitglied vielleicht gibt der Flying Fighters, der auch diese Frucht haben könnte, weil er ist zwar ein bisschen breiter und langsamer, dafür hat er eine krasse Verteidigung, könnte er haben, und diese Hörner könnte er zum Angreifen benutzen. Zumindest in der normalen Form. Wie dann die Mischform aussieht, kann ich euch nicht sagen. Dann habe ich noch herausgesucht, der Kentosaurus, und beziehungsweise auch Spitze-Echse genannt. Der hat sehr, sehr viele Stacheln am Rücken und generell am Körper. Das heißt, er könnte vielleicht, dieser Dinosaurier könnte vielleicht so eine Art Stacheln herstellen. Ich weiß es nicht. Mit Rüstungssacki wird es auf jeden Fall ziemlich stark. Ich kann mir auch vorstellen, dass es ein Mitglied so eine Frucht haben könnte. Dann haben wir noch den Flugsaurier. Dazu muss ich echt nicht viel sagen. Es ist einfach ein Dinosaurier, der fliegen kann. Mehr muss man dazu nicht sagen. Er ist der erste, ist das erste Tier, wo es überhaupt fliegen konnte. Auch sehr interessant zu wissen. Warum er stark sein könnte, ist ja logisch. Also ein fliegender Dinosaurier ist schon ziemlich nützlich im Kampf. Und mehr kann man dazu jetzt nicht sagen. Was die für Fähigkeiten haben, ist ein bisschen schwierig zu sagen. Ich denke aber nicht, dass sie jetzt irgendwie Feuer speien können oder sowas. Also die werden einfach eine ganz normale Kraft haben, so diese Dinosaurier. Aber vielleicht gibt es ja noch mehr Kräfte, das weiß ich nicht. Wie die Mischform aussehen kann, ist bei dem Saurier eher schwierig, kann man nicht sagen. Aber ich bin der Meinung, dass wirklich alle eine Saurierfrucht haben werden. Das ist meine Meinung. Und ganz wichtig, Leute, Hawkins gehört nicht zu den Six Flying Fighters. Das heißt aber nicht, dass Hawkins schwach ist. Das heißt, es könnte auch sein, dass er vielleicht stärker als manche Flying Fighters sind. Die wurden zwar als sechs stärksten Flying Fighters betitelt, aber ich kann mir vorstellen, dass Hawkins vielleicht stärker ist als der sechste Platz zum Beispiel von denen. Das kann man nicht genau sagen. Jetzt kommen wir dazu, wie stark könnten die denn sein? Also meiner Meinung nach werden die schon ziemlich strong sein. Alle mindestens auf Hawkins Level. Zum Beispiel, ich könnte mir auch vorstellen, dass drei oder vier davon sogar über Hawkins stehen könnten. Kann man halt nicht sagen, aber auf jeden Fall werden die verdammt stark sein. So auf Hawkins Low Level auf jeden Fall. Und ja, Schwäche, denke ich, würde ich nicht einschätzen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass
zum Beispiel drei Mitglieder davon etwas schwächer sind und dann wirklich deutlich schwächer sind im Vergleich zu D-Strike oder sowas, kann ich mir halt auch vorstellen. Ich denke nicht, dass sie alle gleich stark sind. Ob jetzt D-Strike der stärkste ist oder nicht, kann man jetzt aktuell nicht sagen. Müssen wir auf jeden Fall abwarten, aber so schätze ich auf jeden Fall ihre Stärke ein. Man kann dazu denen halt gar nichts sagen, ehrlich gesagt. Das ist nur meine Meinung bzw. meine Vermutung einfach, dass sie so stark sein werden. Jetzt kommen wir dazu, gegen wen werden sie in Zukunft kämpfen? Also ich denke auf jeden Fall, dass Sanji gegen einen der Flying Fighters kämpfen wird. Vielleicht gegen X-Drake oder gegen D-Strike meine ich natürlich. Oder gegen Page One. Gegen wen er kämpfen wird, kann ich jetzt aktuell nicht sagen. Ich würde es mir wünschen gegen X-Drake vielleicht. Dadurch könnte Sanji im Kampf stärker werden und so vielleicht irgendwann an eine Queen rankommen. Was auch ganz wichtig ist zu den Flying Fighters noch zu sagen, dass die wahrscheinlich unter Queen stehen. Das ist quasi Queen, die hingeschickt hat. Das heißt, die sind direkt unter Queen gestellt, also ganz wichtig zu wissen. Dann denke ich, dass Nekomamushi gegen einen Flying Fighter kämpfen wird und Inuarashi. Und meiner Meinung nach ist, dass ein Jack gegen Jinbei wahrscheinlich kämpfen wird. Ist meine Meinung. Passt besser, weil Fischmensch gegen Fischmensch. Dann haben wir noch Brook, Frankie und Chopper. Also ich glaube wirklich, hört sich jetzt verrückt an, aber ich denke, ein Brook und ein Franken könnte wirklich eine Chance haben. Aktuell vielleicht noch nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie am Ende von Wano vielleicht oder im Krieg, wo sie dann vielleicht schon ein bisschen stärker geworden sind oder ihr Haki erweckt haben, wer weiß das schon, dass sie dann wirklich gegen eine Flying Fighters kämpfen könnten, finde ich. Passt eigentlich ziemlich gut. Gegen schwächere Headliner glaube ich jetzt nicht. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und wie gesagt, ich sage auch, dass zum Beispiel die schwächsten Flying Fighters so wirklich gute Gegner wären für einen Brook oder für einen Frankie. Für einen Chopper sowieso, meiner Meinung nach, weil Chopper hat eh eine Zoan-Frucht und ich würde es mir wirklich wünschen, wenn er gegen einen Zoan-Gegner kämpft und Flying Fighter bietet sich da verdammt gut an. Stellt einfach mal vor, Chopper in seiner Monsterform oder vielleicht sogar noch eine neue Attacke oder mit Haki dann gegen einen Dinosaurier. Wie krank wäre das denn auf jeden Fall? Ich würde es unnormal feiern. Und so glaube ich, dass die Flying Fighters gegen diese Gegner kämpfen werden. Passt eigentlich ziemlich gut. Also das sind halt ja auch die stärksten Schröte meiner Meinung nach. Also ich denke, so einer wie Lissop oder Nami oder Robin werden gegen etwas schwächere kämpfen, denke ich. Oder die werden Teamkämpfe haben gegen andere starke Kämpfer. Zum Beispiel an Sanji könnte ich mir vorstellen, dass er schon am Anfang gegen einen kämpft. Ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass er vielleicht Page One sogar besiegt und D-Strike eher vielleicht für später aufgehoben wird. Und müssen wir auf jeden Fall abwarten. Die Frage ist aber natürlich, ob Sanji gegen D-Strike und Patreon kämpfen wird, aber ich glaube nicht, weil wir haben noch Law. Law könnte vielleicht gegen D-Strike kämpfen oder gegen Hawkins. Aber Hawkins ist so die Sache. Ich glaube, er wird eher so beobachten. Deswegen bin ich mal gespannt auf jeden Fall. Also ganz ehrlich, Leute, ich finde diese Flying Fighters übelst interessant und finde es verdammt gut, dass es noch stärkere Headliner gibt. Ich habe mir auch schon damals gedacht, es muss stärkere Headliner geben und da haben wir den Beweis dafür. Finde ich auf jeden Fall unnormal nice. Ich bin gespannt, was sie im nächsten Kapitel oder generell in Zukunft auch machen werden, wie stark sie sein werden und was eigentlich X-Strike bzw. D-Strike noch vorhat. Ansonsten könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, was denkt ihr, wie stark sind die Flying Fighters, was denkt ihr, was die für Zoan-Früchte haben könnten. Wie gesagt, das mit den Sauriern ist nur meine Idee, das würde ich halt am besten oder am meisten feiern, wäre auf jeden Fall ziemlich genial, könnten aber auch ganz andere Zoan-Früchte haben, das kann ich euch natürlich nicht sagen, aber meine Hauptvermutung ist, dass die halt so diese Saurierfrüchte haben, sagen wir es mal so, also diese Drachenfrüchte, also die antiken Drachenfrüchte, Modell Dinosaurier oder sowas. Und was denkt ihr, gegen wen werden die kämpfen? Denkt ihr gegen Sanji, gegen Nekomamushi? Was denkt ihr denn so in Zukunft, was die machen werden? Und was wird eigentlich X-Drake machen? Da bin ich auch verdammt gespannt. Ansonsten gebt dem Video doch ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und in dem Fall wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wie auch immer, ciao, euer Anime-Banger.